Hallo und herzlich willkommen bei Waldis Pizzakanal. Ich darf euch heute ganz herzlich zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal begrüßen. Ich glaube, ich habe wieder ein richtig tolles und interessantes Thema für euch gefunden. Und zwar werden wir uns heute mal eine ganz besondere Art und Weise von Pizza anschauen, und zwar die Pizza Canotto. Ich denke, viele von euch werden den Begriff in Zusammenhang mit Pizza schon mal gehört haben. Ich versuche euch das Ganze jetzt mal zu erklären und werde euch einfach mal hier ein Schlauchboot einblenden. Ja? Und jetzt werde ich euch mal ein Bild von einer Pizza Canotto einblenden. Ja? Ich denke, jetzt wird es schon für viele klarer. Canotto ist ein italienisches Wort und bedeutet auf Deutsch Schlauchboot. Und ich denke, man sieht es an der Ähnlichkeit, warum diese Pizza nach einem Schlauchboot benannt wurde. Ja? Die Pizza Canotto ist auch eine Art neapolitanische Pizza, wobei man hier recht vorsichtig sein muss. Also das ist eher eine moderne neapolitanische Pizza, eine Weiterentwicklung, wird aber nicht offiziell als neapolitanische Pizza anerkannt. Ja? Und ich werde euch heute zeigen, wie so eine Pizza hergestellt wird. Da gibt es ein paar Tricks, die werde ich euch zeigen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem neuen Video. Ja, wenn wir uns nochmal kurz zurückerinnern an das Bild von der Pizza Canotto, dann fällt uns gleich wieder der riesige, luftige Rand auf. Und um so einen schönen, luftigen Rand hinzubekommen, brauchen wir natürlich ganz spezielle Zutaten. Und die habe ich uns schon mal hergerichtet. Die wichtigste Zutat beim heutigen Vorhaben ist auf jeden Fall das Mehl. Ich habe mich hier für ein Mehl von der Firma Caputo entschieden. Und zwar das Cuoco. Das ist ein sehr backstarkes Mehl mit einem W-Wert von 300 bis 320 und Proteingehalt von ca. 13%. Wir werden unseren Teig sehr lange gehen lassen, deswegen brauchen wir so einen hohen W-Wert. Wir wollen ja später mal einen sehr hochhydrierten Teig, deswegen brauchen wir auch ein Mehl mit einem hohen Proteingehalt, dass wir einfach viel Wasser aufnehmen können. Und es muss sich ein sehr, sehr gutes Klebereiweißgerüst bilden, damit die Luft im Teig gehalten werden kann, dass wir später einfach so einen schönen, großen, luftigen Rand haben. Und hier ist dieses Mehl perfekt geeignet. Wenn ihr ein anderes Mehl verwenden solltet, dann schaut einfach, dass ihr ungefähr die gleichen Eigenschaften habt. Ja? Ich habe gerade schon mal von einem hochhydrierten Teig gesprochen. Dann kommen wir nämlich jetzt gleich aufs Wasser zurück. Wir brauchen hier sehr viel Wasser, und zwar 700 Milliliter. Das heißt, wir werden hier später eine Hydration von 70% haben. Das ist relativ viel. Wer meine anderen Videos kennt, der weiß, dass ich meistens mit Hydrationen zwischen 60% und 65% arbeite. Das wird aber nicht funktionieren, denn wir brauchen einen sehr weichen Teig, damit einfach die Gase im Teig besser arbeiten können. Die tun sich dann viel leichter in dem elastischen Teig sich zu entwickeln. Wenn man jetzt einfach mal überlegt, man hat einen Luftballon und dieser Luftballon hat ziemlich dicke Außenwände, also einen ziemlich dicken Gummi, und versucht den mal aufzublasen, da wird man sich ganz schwer tun. Also die Luft tut sich schwer, den Ballon aufzublasen. Wenn man jetzt aber einen Luftballon hat mit ganz dünnen Außenwänden, ja, dann blase ich rein und der geht auf. Und das spiegelt eben so einen elastischen Teig wider. Die Luft tut sich ganz einfach, sich im Rand zu sammeln, beziehungsweise im Teig zu sammeln. Und deswegen brauchen wir so viel Wasser, dass wir einen schönen, fluffigen Rand hinbekommen. Ja? Das Wasser hier habe ich jetzt noch gekühlt auf 4 Grad. Wir wollen später einen Teig haben, der nicht über 25 Grad warm wird. Wir wollen den Teig aber auch schön auskneten. In der Knetmaschine entsteht einfach Wärme, und deswegen habe ich das Wasser runtergekühlt. Dann können wir länger kneten, ohne über die 25 Grad zu kommen. Ja? Dann habe ich hier noch Salz. Das ist nicht ganz so entscheidend. Ich habe hier 30 Gramm feines Meersalz. Ich mag gern einfach ein wenig mehr Salz in meinem Teig. Ihr könnt aber auch 20 oder 25 Gramm verwenden, je nach Geschmack. Und dann hier noch eine wichtige Zutat, und zwar die Hefe. Das ist eine ganz geringe Menge Hefe, und zwar 1 Gramm.
Ich empfehle euch für dieses Rezept frische Hefe zu verwenden. Wie gesagt, 1 Gramm völlig ausreichend, wenn man sehr lange Gehzeit. Die Hefe hat genügend Zeit, sich zu entwickeln. Deswegen brauchen wir einfach nicht mehr. Umso weniger Hefe, umso besser bekömmlich ist unser Teig und er liegt einfach viel leichter im Magen. Ja? Das war es jetzt auch schon von den Zutaten. Ich hätte gesagt, ihr kommt jetzt mal her. Wir werfen unseren Spiralkneter an und werden einen richtig tollen Teig zubereiten. Heute verfahren wir etwas anders wie sonst. Es kommt als erstes das Mehl in die Schüssel. Das ist die sogenannte Wasser-zu-Mehl-Methode. Wer meine Videos verfolgt, der weiß, dass ich meistens eher andersrum verfahre. Und zwar gebe ich normalerweise als erstes das Wasser in die Schüssel und gebe dann das Mehl dazu. Bei so hohen Hydrationen empfehle ich euch das Ganze genau umgedreht, so wie wir das heute machen. Als erstes das Mehl und dann das Wasser in die Schüssel. So, und hier habe ich jetzt mein Wasser mit einer Temperatur von 4 Grad. Das werden wir jetzt nach und nach zu 90% in die Schüssel geben. 10% des Wassers werden wir uns aufheben. Ich werde euch noch erklären, für was wir das brauchen. So, die Maschine schalte ich jetzt auf Stufe 3 ein. Lass das Ganze mal kurz laufen. So, und jetzt fangen wir an, das gekühlte Wasser zu 90% zu unserem Mehl in die Schüssel zu geben. Wirklich ganz langsam, dass die Maschine gleich die Chance hat, das Wasser mit dem Mehl zu verbinden. Ich werde jetzt mal die ganze Sache ein wenig beschleunigen, dann wird es für euch nicht so langweilig. So, ich habe jetzt 90% des Wassers zu unserem Mehl gegeben und jetzt kommt eine Besonderheit. Wir werden heute eine Autolyse machen. Das habe ich schon mal in einem Video erklärt, was Autolyse bedeutet. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Ich werde jetzt den Knetvorgang unterbrechen. Der Teig ist noch nicht im Ansatzweise ausgeknetet. Wenn ich jetzt hier einen Fenstertest machen würde, würde das überhaupt nicht funktionieren. Während der Autolysephase knetet sich der Teig sozusagen von selber. Es entsteht schon ein Klebereiweißgerüst und wir müssen einfach später nicht mehr ganz so lange kneten. Das ist eben der Vorteil von einer Autolyse. Ich werde jetzt die Schüssel hier rausnehmen, werde Frischhaltefolie drüber tun und werde das Ganze für circa 20 Minuten stehen lassen. Wenn ihr den Kopf nicht kippen könnt und die Schüssel rausnehmen könnt, dann müsst ihr natürlich einfach den Teig rausholen, in eine andere Schüssel luftdicht abdecken und wir werden uns dann in 20 Minuten wiedersehen. Der Teig befindet sich ja gerade in der Autolyse. Wir haben einen gewissen Teil des Teiges schon geknetet, haben aber immer noch 3 Zutaten übrig. Und zwar ein Teil des Wassers, unser Stückchen Hefe mit 1 Gramm und hier haben wir noch unser komplettes Salz. Also ihr seht schon, das ist eine ganz andere Vorgehensweise wie sonst, denn normalerweise tue ich immer die Hefe im Vorfeld schon im Wasser auflösen und gebe das dann dazu. Aber die Autolyse muss immer ohne Hefe und ohne Salz stattfinden. Deswegen habe ich mir auch hier 10% des Wassers aufgehoben. In diesen 10% werden wir jetzt unsere Hefe auflösen und werden das nach der Autolyse dann direkt im Anschluss einarbeiten. Ich werde das Ganze jetzt mal gut verrühren. So, die Hefe ist jetzt aufgelöst. Wir werden jetzt noch die Autolyse voll abwarten und werden dann das Hefe-Wasser-Gemisch noch voll dazugeben, werden das ein bisschen weiter kneten und dann werde ich einfach das Salz nach und nach noch dazugeben und dann werde ich den Teig circa 6 Minuten auf 75% von der Geschwindigkeit durchkneten lassen, werde dann immer
wieder mal die Temperatur kontrollieren. Das Ganze werde ich jetzt nicht zeigen, wenn dann im Schnelldurchlauf, weil sonst wird einfach das Video viel zu lange. So schaut der Teig jetzt mit 25 Grad aus. Es hat jetzt wirklich 6 Minuten gedauert, bis wir diese Temperatur erreicht haben. Die Knetzeit hat auch ausgereicht. Der Teig ist richtig gut durchgeknetet. Es hat sich ein richtig tolles Klebereiweißgerüst gebildet. Und ich erkläre euch jetzt, wie wir weiter fortfahren. Ja, im Grunde genommen könnten wir jetzt den Teig in unsere Schüssel gehen lassen. Wenn ich da jetzt eine Frischhaltefolie drüber gehe und das Ganze luftdicht ist, würde das einwandfrei funktionieren. Ich habe aber nicht ganz so viel Platz in der Höhe im Kühlschrank, deswegen werde ich das Ganze in eine Pizzaballenbox geben. Dazu hole ich mir meinen Teig aus der Schüssel raus. Der ist richtig, richtig toll von der Konsistenz. So. Ja, ein richtig, richtig schöner Teig. Ich denke, das wird eine ganz, ganz tolle Pizza werden. Ich freue mich schon richtig auf das Endergebnis. So. Und so werde ich den Teig jetzt hier in die Pizzaballenbox geben, schön mittig. Jetzt kommt noch der Deckel drauf. So, und jetzt aufpassen. Jetzt werde ich euch die weitere Vorgehensweise erklären. Ich lasse den Teig jetzt so wie er ist für 6 Stunden bei Raumtemperatur in der Stockgare. Anschließend werde ich den Teig nochmal 24 Stunden in den Kühlschrank geben und die Stockgare einfach bei kälteren Temperaturen fortfahren. Ich habe meinen Kühlschrank ungefähr auf 5 Grad eingestellt und da lassen wir den Teig dann weitere 24 Stunden drin. Dann werde ich den Teig aus dem Kühlschrank rausholen, werde ihn zu meinen Pizzaballen formen. Das werden dann Pizzaballen mit einem Gewicht von ca. 270-280 Gramm. Und dann werde ich diese Pizzaballen nochmal für circa 5 Stunden bei Raumtemperatur gehen lassen und dann ist der Teig auch schon fertig und wir können uns eine leckere Pizza backen. Ich werde das Ganze jetzt nicht mehr zeigen, einfach um Zeit zu sparen. Ich werde aber die genauen Zeitangaben von der Stück- und Stockgare unten in die Infobox schreiben, dann könnt ihr das ganz einfach nachlesen und ich hätte gesagt, wir sehen uns wieder, wenn dieser Pizzateig fertig ist und dann werden wir uns eine richtig, richtig tolle Pizza backen. So, einige Zeit ist vergangen, unser Pizzateig ist jetzt soweit fertig. Jetzt steht eigentlich auch dem Pizzabacken nichts mehr im Wege. Bevor wir hier aber starten, möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar die meisten von euch wissen ja, dass ich einen Online-Shop für Pizzazubehör gegründet habe. Das war vor circa einem Dreivierteljahr. Schaut einfach gern mal vorbei. Alle Zutaten und Equipment, was ich in meinen Videos verwende, findet ihr eigentlich auch im Online-Shop wieder. Wir haben zum Beispiel eine große Auswahl an Caputo-Mehlen in 1-Kilo-Packungen und auch in 5-Kilo-Packungen, haben auch noch Mehle weiterer Mühlen bei uns im Shop. Was auch ganz interessant ist, sind unsere tolle Käsesorten. Wir haben hier eine schöne Auswahl an Fiordilatte und viele verschiedene weitere Käsesorten. Auch sonst haben wir alles, was das Pizzaherz begehrt, sage ich jetzt mal. Stöbert einfach mal ein wenig durch und im besten Fall kauft es auch noch ein bisschen was. Ja, das war es jetzt auch schon von der Werbung. Und jetzt starten wir wirklich mit dem Pizzabacken.
Ich habe ja, wie gesagt, den Teig jetzt lange genug gehen gelassen und das Ganze schaut jetzt so aus. Der ist relativ gut aufgegangen. Ich denke, da lässt sich eine richtig gute Pizza draus machen. Ich werde jetzt hier mal einen Teigballen rausholen. Ich zeige euch dann, wie man den Teigling dann schön ausbreitet, denn hier kommt es auch auf ein paar Sachen drauf an. So, ich habe uns jetzt einen Teigling hier auf ein Semola-Bett gelegt. Beim Raustun aus der Pizzaballenbox einfach darauf achten, dass er die Form nicht zu sehr beschädigt. Hier jetzt auch gleich nochmal schauen, dass der Teigling schön rund ist. Dann tun wir uns später beim Ausbreiten auch nochmal viel leichter. Und jetzt müssen wir ganz arg vorsichtig sein beim Ausbreiten. Wir dürfen keine Luft aus dem Teig drücken. Wir müssen jetzt auch noch mehr darauf achten, dass wir nicht auf den Rand drücken, sonst bekommen wir einfach nicht so einen schönen Rand hin. So, dann streusel ich hier gleich ein bisschen Semola drauf. Und jetzt fangen wir wirklich mit den Fingern an, aus der Mitte heraus zu drücken. Ich achte wirklich arg darauf, dass ich nicht an den Rand komme. Wir versuchen jetzt einfach die Luft, was hier in der Mitte ist, in den Rand zu drücken. Und dabei bin ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Und da lassen wir uns lieber auch ein wenig mehr Zeit, denn das ist wirklich ganz entscheidend. Und hier sieht man jetzt schon, zeichnet sich schon ein Rand ab. So, und man kann auch den Teig hier langsam anheben und ein bisschen stretchen, sage ich jetzt mal. So, und dann kommen wir schon langsam auf unsere Größe. Die großen Luftblasen, die zerrupfe ich, weil die werden dann schnell schwarz spät im Ofen und dann schaut das Ganze nämlich so ansehnlich aus und ist natürlich auch nicht so gesund, wenn da so große schwarze Stellen sind. So, und so ist unsere Pizza eigentlich jetzt auch schon fertig zum Belegen. Ich habe uns natürlich schon alle Zutaten vorbereitet. Ich habe hier schöne San Marzano Tomaten. Die werden wir jetzt gleich mal hier verteilen. So, als nächstes kommt dann ein bisschen frischer Basilikum. Da klopfen wir ein wenig drauf, dann entfaltet er ein wenig besser seinen Geschmack. Dann kommt Parmesan. Dann haben wir hier einen schönen Fior di Latte Käse. So, wunderbar. Jetzt noch ein Schuss Olivenöl. Und fertig ist unsere Pizza und die werden wir jetzt in den Ofen schieben. So, Pizza ist fertig. Ihr habt es ja gerade schon mal von Namen ein wenig gesehen. Ich muss sagen, ich bin heute total begeistert. Also ich bin unglaublich zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben wirklich das hinbekommen, was wir von Anfang an machen wollten. Wir wollten einen riesen Rand erzeugen und das haben wir geschafft. Ich finde, es ist eine perfekte Pizza Canotto. Wenigstens optisch mal. Wie immer werde ich das Ganze natürlich auch probieren. Ich versuche jetzt einfach mal den Rand so gut wie möglich zu erhalten und den nicht flach zu drücken.
Deswegen habe ich so ein Brotmesser. Optional geht es natürlich auch mit einer Pizzaschere. So, jetzt habe ich mir mal ein Stück abgeschnitten. Und hier kann man jetzt schon sehen, diesen wahnsinnig hohen Rand. Ich werde euch noch ganz kurz schnell ein wenig herholen, dass ihr es mal aus der Nähe sehen könnt. So, dann beißen wir mal rein. Als erstes mal von vorne. Wunderbar. Von unten kann man sehen, oh, perfekt. Von der Bräunung her. So, und jetzt beißen wir mal in den Riesenrand. Also, das schmeckt wirklich sensationell gut. Ich bin heute total begeistert von dem Ergebnis. Die Pizza ist genauso geworden, wie ich es mir erhofft habe. Ich kann euch nur raten, macht dieses Rezept mal nach. Mich hat sehr gefreut, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich hoffe auch, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei. Bis dahin, macht es gut. Ciao.